Dann baue hier mal den Düngestein auf. So, die beiden trainieren schon mal fleißig und hart. Ich werde wahrscheinlich in die Richtung noch zwei erweitern, dass ich hier fünf Betten reinstellen kann. So, du hast dich entschlossen, dort auszugraben. Das lasse ich dich mal machen. So, ein gut gebautes Bett. Kommt ihr schon näher? Ich sehe, dass ihr grabt. Passt auf, dass ihr euch nicht euer eigenes Grab grabt. Was ist denn während der letzten Jahre allen... Was ist denn während der letzten Jahre allen sprechenden Kreaturen in diesen Landen widerfahren? Wart ihr alle auf derselben Kalauer-Schule? Ja. Diese Arroganz, schnell mit dem Wort, als ob ich euch kennen würde. Der kennt wahrscheinlich König Vater. Okay, ein paar Nahrungspflanzen. Oh, und noch ein Jungzwerg. Erst einmal. Dann kann ich ja schon mal Holz und Nahrungspflanzen installieren. Erstmal zwei Holzpflanzen und drei Nahrungspflanzen. George! Bash, bash! So, den Thronsaal machen wir jetzt schön groß. Und zwei Punkte für Second Wind. Und ja, wir haben schon mal 44 Drachenblut gesammelt. 66, sehr schön. Das einzig Wichtige, was uns jetzt noch fehlt, ist Titan und ein bisschen Eisen. Hier vielleicht doch nicht das Eisen für die Trainingsfiguren raushauen sollen. Ich könnte jetzt halt schummeln und die beiden Trainingsfiguren für das Eisen verkaufen. Und ja, Drachenblut ist definitiv schwer auszugraben. Oh. Arbeiter, bitte. Und dann arbeitet ihr beide mal, bitte. Ja, das wird mal wieder ein großer Thronsaal. Ah, na, das ist toll. Weißt du was? Nee. Die Größe vom Thronsaal reicht vollkommen aus. Wenn dort wieder ein blöder Steincluster ist, machen wir den einfach nachher zu. Ich meine, für was sammeln wir Holz?
So, zum Glück ist da noch genug Reichweite, bevor wir in irgendwelche anderen Räume reingraben. Hm. Hier fehlt ja sogar noch eine Schicht, so. Gut, weil wir graben erstmal hier oben aus. Also ja, genug Ackerboden. Ah, jetzt weiß ich es. Ich bin eurer Art tatsächlich schon einmal begegnet. This is urgent. Das hört sich aber gar nicht gut an. Ihr grabt herum, spuckt scharfe Worte und zieht ständig an euren komischen Bärten. Ja, ihr seid Zwerge. Haha, kommt ihr Zwerge, dann kommt und versucht, ob ihr weiterkommt als eure Verwandten. George. Toll, wir haben einen Dämon, der mit uns redet. Auch gut. So, da ist unsere erste Trainingspuppe dahin gegangen. Noch ein Treffer müsste das Ding überleben. Da hast du nämlich genauso viel XP wie der andere. Nope, du kriegst mehr XP. Noch einen zweiten Treffer vielleicht. Komm, schlag du mal zu. Ah ja, okay. Hier wird auch wieder fleißig gegraben. Wieder ein Punkt, dass wir bald mal bessere Betten. Obwohl eigentlich sollten wir bessere Spitzhacken jetzt auf die besseren Spitzhacken gehen. Aber bessere Betten sind auch nicht schlecht, dass die Zwerge nicht so viel schlafen müssen. Aber ja, das hier sieht gut aus an Ackerfläche. Vier Holzpflanzen, vier... Oh, da können wir auch noch was hinbauen. Also ja, das ist mehr als genug Ackerboden. Und zur Not haben wir da drüben noch einen Pflanzplatz frei. So und so. Die beiden stellen wir mal so auf, da sind sie nicht im Weg. Und da ist auch noch ein kleiner Cluster an Stein. Wer hätte das erwartet? Ja, das Silber da, das holen wir uns nachher. Erstmal will ich da ein Obergeschoss ausgraben, weil ich möchte, dass die Thronsaal wieder drei Stockwerke hoch ist, dass ich dort Säulen reinbauen kann. Und unsere Beliebtheit droppt. Kein Problem, können wir wieder ein bisschen steigern.
So, indem wir da eine Truhe errichten. So, noch eine Leiter. Und wir können ja schon mal den Boden hier ein bisschen auskleiden vom Thronsaal. Bei meinen Vorfühlbachsein. Hey, du Widerling, hörst du mich? Komm raus und zeig dich endlich. Vater provoziert es nicht. Bestimmt bist du ein kleines Ding wie eine Spinne. Na, trifft das ins Schwarze? Oh nein, Zwerglein, ich bin nichts so Einfaches. Ich bin etwas Besonderes. Finde mich und sie selbst. Sohn, findet das Ding. Findet eure eigenen Monster. Ja. So, damit wäre der Raum auch fertig. Ach ja, so. So, und ruhig weiterlaufen. Lassen, während ich hier den Spawner-Raum pimpe. Mit dem Stein, was ich noch hatte. Aber sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, was wir bis jetzt erreicht haben. So, dass wir da drüben einen Raum haben, da oben einen Raum haben. Ja. Das wird schön. Und eben den Thronsaal zum fertig ausbuddeln. Aber hier oben gibt es wenigstens auch noch genug Stein. Unsere Landwirtschaft läuft bereits, das heißt, wir verhungern nicht so schnell. Und wir buddeln bereits. Alles schön aus. Das heißt, ich kann auch schon mal hier weitere Grabbefehle geben. Und warum nicht gleich nochmal zwei? Nö. Das war nicht gut. Ich muss nämlich nachher überlegen, wie ich auch das Labor hin manage. Also so unser Forschungsinstitut. Ach, jetzt wird hier unten auch wieder weitergegraben. So, Spitzhacken, Plattenpanzer sind so die nächsten Sachen, die ich so im Sinn habe. Was ich jetzt halt noch bräuchte, wäre mehr Eisen. Wo ist mein anderer Bergarbeiter-Zwerg? Ach, der schläft noch. Gut, gut. Dann hol mal das Eisen hier. Hier runter ist ja eigentlich kein Raum mehr. Und am besten auch gleich das Gold, also das Silber hier.